Willst du mir jetzt sagen, dass das nicht passt? Wollt ihr mir sagen, dass der so TÜV kriegt? Du kannst doch nicht Leute über 400 Kilometer fahren lassen, wenn der Bremssattel da oben nicht richtig dicht ist. Mal wieder als Fehlkauf bezeichnen. Willkommen im nächsten Video, meine Lieben. Guck mal, seht ihr das geile Auto? Erster Ersatzteil. Und zwar hier ist Leuchte kaputt, habe ich nicht gesehen. Ja, dieses Video möchten wir mal wieder als Fehlkauf bezeichnen. Ja, ihr habt euch schon gedacht, dass so eine Scheiße kommt. Denn es wäre zu schön gewesen, wenn das Auto geil gewesen wäre. Ne? Ja. Es ist aber wieder so, wie es sein sollte. Wir haben das Ding abgeholt, abends dunkel, war halt alles Scheiße für einen Autokauf. Und naja, ich fange mal so an. Er läuft ja und er fährt auch gut. Also es ist, das sind nicht die Probleme, die er hat. Und zwar hat er so ein paar Sachen, die wir einfach überhaupt nicht gesehen haben. Wo ich aber auch dazu sagen möchte, das ist jetzt kein Hate an den Verkäufer bzw. an die Verkäuferin. Denn das, was sie uns erzählt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich ihr. Ich glaube, sie wusste über ihr Auto nicht so wirklich Bescheid. Denn das ist alles immer so ein bisschen kurios gewesen mit, ja, hier, mein Freund hat alles gemacht und so weiter und so fort. Ja, ist halt ein bisschen doof gelaufen, aber der ölt wie Sau. Also der ölt wie Sau. Komm, wir gehen mal einmal nach vorne. Warte, ich mach mal eben hier dem Kollegen das Garagentor auf. Der ölt einfach wie Sau. Und wenn ich sage, der ölt wie Sau, dann meine ich das auch so. Es ist nicht nur so, dass der an der Ampel am Qualm ist, oder was heißt Qualm nicht? Qualm habe ich nicht gesehen, aber er stinkt. Aber alleine, wenn ich hier oben reingucke, ja, du kannst es ja einmal zeigen. Aber das muss ich auch dazu sagen, das wussten wir vorher. Ja, dann Airlift-Fahrwerk, Airlift-Fahrwerk. War die Aussage, ist eingetragen, kriegst du nachher nachgeschickt und so und hin und her. Habe ich da schon nicht geglaubt, war mir aber ganz ehrlich, was heißt egal nicht, aber ich habe gedacht, komm, ich will jetzt das Auto mitnehmen, scheiß auf das Fahrwerk, weil ich wollte eh ein anderes Fahrwerk einbauen. Deswegen war es jetzt gar nicht so schlimm. Aber es geht um die Tatsache, dass du halt in dem Sinne verarscht wurde, wo gesagt wurde, es ist eingetragen. Nur um diese Sache geht es nicht. Dass ich, was ich vorhatte, ist ja eine andere Sache. Ich glaube, das haben wir ja schon gezeigt hier, ne? Dass das hier alles nicht so fest ist, dass die Radhäuser fehlten und so, wusste ich ja auch. Das ist nicht das Problem. Ja, dann ging es weiter mit den Kotflügeln, eingetragen, nicht eingetragen. Hat sich aber zum Glück im Nachhinein auch geklärt, denn sie hat mir dann noch die ganzen ABEs zukommen lassen, was dann soweit war. Kommen wir zum spannenden Teil. Ja, dann kommen wir zu dem Teil, wo ich sagen muss, Alter, Leute, wie kann man denn so ein Auto bauen? Also wie kann man das so zusammenbauen? Unterbodenverkleidung, guck mal, was hier steht. Na, kannst du das lesen? Was steht da? E92 90. Ja. So, ich kann mich da nämlich so gut dran erinnern bei Ronny, weil hier hast du Schraubpunkte. Die andere unter, der andere Unterbodenschutz geht richtig bis hier hoch, wird hier festgeschraubt. Und du siehst ja, dass das hier alles gar nicht passt, wie es passen soll. Das liegt nicht an der Stoßstange, sondern das liegt einfach dran, weil das einfach der falsche Unterbodenschutz ist. So, jetzt könnt ihr mal hier gucken. Und das Geile ist, der steht, ne? Der steht jetzt, seitdem ich den geholt habe. Guck mal hier. Na, du, guck mal, film mal von hier. Das ist mal richtig feucht, oder? Mhm. Das ist mal richtig feucht. Konnten wir so auch nicht sehen. Ich habe aber schon so da hochgelinst und habe gesehen, dass das alles schön da oben aus der Ecke kommt. Richtig schön sifft das da runter. Ich hoffe, dass das, was ich hier sehe, wirklich mit dem Ventildeckel behoben ist. Hoffe ich? Weiß ich nicht. So, hier siehst du Airride. Das ist alles mit Kabelbinder da drunter gewichst. Hier fehlt auch die Abdeckung. Das sind so Sachen, mag ich überhaupt nicht. Ich habe den Scheiß schon bestellt. Der Kollege, der da vorne steht, der hat mir das schon klar gemacht hier über BMW. Ist geil. So, hier, nicht festgeschraubt, einfach mal rausgelassen. Warum macht man das? Jetzt mal ganz im Ernst. Warum schraubt man das nicht vernünftig, den Auspuffhalter da dran? Willst du mir jetzt sagen, dass das nicht passt? Ich sehe, dass die Löcher übereinstimmen. Ja, also, bei mir war es ja auch so durch die Downpipe, dass es nicht gepasst hat. Da haben wir die Löcher ein bisschen länger gemacht. Genau das ist der Punkt. Wie kann man denn so ein Auto, wie kann man sein Auto, was man so liebt, zusammenbauen? Und jetzt sage ich euch das Allerschlimmste in meinen Augen, mal abgesehen davon. Ich sollte den samstags holen, der hat freitags frisch TÜV bekommen und wir haben den Samstag dann nachgeholt, weil wir nicht so schnell die ganzen Brocken zusammen, ne genau, es lag daran, weil ich nicht so schnell das Geld von der Bank gekriegt habe, das war der Grund.
Das heißt also, das Auto hatte eine Woche TÜV, als wir den so abgeholt haben. Und egal, was ihr mir erzählen wollt, wollt ihr mir sagen, dass der so TÜV kriegt? Den kannst du noch nicht mal sauber, so für den TÜV so sauber putzen, dass der so TÜV kriegt. Weil, jetzt kommt das Allergeilste. Wir können das gar nicht mehr zeigen, weil ich das weggeputzt habe, ich Idiot. Okay, das tut mir jetzt leid. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ihr seht ja, ich habe den hier unten sauber geputzt. Aber guck mal da oben an dem Entlüftungsnippel, siehst du das? Ja, tropft. Ich habe den hochgehoben, Leute. Ihr könnt euch das nicht glauben. Ich habe den hochgehoben. Der ganze Bremssattel und die ganze Felge war voll mit Bremsflüssigkeit. Deswegen habe ich das auch weggeputzt, weil ich wollte nicht, dass die Bremsflüssigkeit die Felge weiter angreift. Ey, du kannst doch nicht Leute über 400 Kilometer fahren lassen, wenn der Bremssattel da oben nicht richtig dicht ist. Also, da war ich so erschrocken, dass ich sagen musste, leck mich echt. Ja, vor allen Dingen immer Chapeau an den TÜV-Mann, der da einen Aufkleber drauf gemacht hat. Ne? Das ist der Punkt. So, und ich bin nämlich den Schritt weitergegangen. Ich habe mit unserem TÜV-Mann schon telefoniert und habe gesagt, Leute, das kann man so nicht machen. Ich finde Gefälligkeitsgutachten, beziehungsweise auch einen TÜV-Prüfer, den man kennt. Und du fährst jetzt zum TÜV und, weiß ich nicht, dein Blinker geht nicht. Dann sagt er, ich weiß, du machst das, hier hast du deinen TÜV-Kleber. Andere kriegen keinen. Du kriegst den, weil du oft da bist, du kennst den. Leute, gar kein Problem. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, oder du hast eine Downpipe verbaut. Dass du die nicht extra wieder einbaust, ausbaust, weil der TÜV-Prüfer, der dich kennt, weiß doch, du fährst nach Hause und baust die Scheiße eh wieder ein. So, und dann, der kann ja dann wirklich sagen, also ich rede mich hier um Kopf und Kragen, was ich in dem Video erzähle, aber im Prinzip ist es so und ihr wisst genau, was ich meine. Aber sowas und so einen ölenden Motor, das sind so für mich Sachen, so kannst du doch kein Auto, du kannst doch, der TÜV-Prüfer, der das gemacht hat, und ich weiß ja, wer es war, weil es steht ja drauf, der muss sich wirklich schämen. Und ich bin auch wirklich dabei, wenn ich ganz ehrlich bin, dem die Eier hochzubinden, weil ich habe mit unserem TÜV-Prüfer telefoniert und habe gesagt, was kann ich da machen, so ein Auto TÜV zu geben, vor allem das Airride-Fahrwerk, was nicht eingetragen ist, was am Boden liegt, hat er ja auch einfach so übersehen. Ja, so, und man kann ja ganz klar sehen, anhand der ganzen Schrauben, dass das ja nicht jetzt irgendwie wieder neu da reingebaut wurde. Ne? Puh, Respekt. Also wirklich Respekt. Ja. Geil, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, auch hier fehlt wieder der ganze Bums hier. Das ist alles nicht hier, die Radhäuser fehlen. Aber wie gesagt, dazu habe ich ja schon was gesagt. Und das werden wir alles wirklich ordentlich machen. Ich habe ja hier schon ein paar Teile bestellt. Also das heißt, ich habe hier schon mal Unterbodenschutz. Ich habe hier sämtliche Dichtungen neu. Ich habe hier das Fahrwerk schon bestellt. Wo ich auch mal eben ganz kurz drauf eingehen möchte. Ich habe das Fahrwerk bestellt. Ich hätte mich, glaube ich, nicht für AP entschieden. Aber da würde ich gerne mal eure Kommentare jetzt zuhören. Denn das Fahrwerk war schon eingetragen. Oder dieses Fahrwerk ist in dem Fahrzeugschein schon eingetragen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, damit ich den ganzen Scheiß nicht habe, kauf das. So scheiße soll es nicht sein. Soll ja auch KW-Tochter-, Bruder-, Schwester-Firma sein. Wo wir gerade hier stehen. Wir haben gerade Weihnachts-Gewinnspiel-Video gedreht. Check das auf jeden Fall ab, das Video. Du verlinkst das mal eben. Mhm. Folgen, Hashtag Bimmer-Schmiede da reinschallern. Und da könnt ihr da teilnehmen, nicht vergessen, und auf Instagram auch mal eben vorbeichecken, denn da wird das Ganze auch bekannt gegeben und in dem Livestream am 27. um 20 Uhr. Also, ne, nur mal so kurz am Rande. Ja, und gut, so Kleinigkeiten, das mit der Rückleuchte stört mich ja gar nicht so. Aber das waren so die Punkte, wo ich gesagt habe, das möchte ich euch gerne mal eben zeigen, weil ich gerade über dieses Thema TÜV-Prüfer sprechen möchte, denn das hat für mich persönlich schon nichts mehr mit einem Gefälligkeitsgutachten zu tun, da sage ich wirklich, Der sowas macht, ist in meinen Augen völligst fehl in seinem Job. Also TÜV-Prüfer hin oder her, es gibt viele TÜV-Prüfer, die sind wirklich korrekt, die helfen dir, die geben dir Tipps, wie du was machen kannst, damit du auch wirklich legal fährst, weil darum geht es ja auch. Und es gibt auch TÜV-Prüfer, die über so Kleinigkeiten hinwegsehen, was auch alles cool ist, aber jemanden 400 Kilometer mit einer undichten Bremse fahren zu lassen, das Ding sifft aber sowas von. Auf der Autobahn hast du das nicht so gemerkt, aber sobald jede Ampel hat das Ding gestunken ohne Ende. Jetzt sagt ihr, ja, ist euch das nicht aufgefallen? Nein, ist es uns nicht, denn wir sind einmal kurz um Block gefahren, das war's. Da ist es uns einfach nicht aufgefallen und naja, gut. Wie gesagt, kein Hate an den Besitzer oder so. Ob man das jetzt verschweigt, nicht verschweigt, ist mir egal. Ich habe mich mit der ehemaligen Besitzerin geeinigt.
alles cool, da geht's auch nicht zum Anwalt oder sonst irgendwas. Aber ich finde das halt so schwierig. Also wirklich schwierig. Ich bin froh, dass wir diese Sachen hier bei uns beheben können. Weil stellt euch mal vor, ihr kauft so ein Auto, weil ihr sagt, ich kaufe das bewusst, weil es geil ist. Und am Ende fahrt ihr das Ding in die Werkstatt und seid dann weiß ich nicht wie viel 1000 Euro los, weil ihr euch ein neues Fahrwerk kaufen müsst, weil ihr das machen müsst. Ihr könnt das so nicht eintragen und mit den ganzen Sachen beheben. Ihr wisst, was die Scheiße kostet. Ja. Das ist die Situation von dem Auto. Was wir jetzt mit dem Auto vorhaben, sagen wir das in dem Video oder machen wir es im nächsten? Noch eins, mach das doch hier. Soll ich hier sagen? Na gut, okay, ich sag hier. Ja, also wir werden, ihr habt ja gesehen, ich habe da oben schon den CEC-Navi-Rechner liegen. Ja, das heißt also, der wird geupgradet vom CCC-System. Dann habe ich mir hier, weil ich Bock drauf habe, weil ich das einfach geil finde, bei dem Tacho, die weißen LEDs geholt. Ja, und auch die 1er M-Coupé-Tachoscheiben. Stimmt nicht ganz, denn der 1er M-Coupé geht, glaube ich, bis 300 oder 320. Ich glaube 300. Und der geht aber bis 280, so wie der Originale auch, weil ich keine Lust habe, da irgendwas umzukodieren oder so. Ich habe das noch nicht gemacht und es geht darum, wie das umgebaut wird mit dem Löten etc. Das möchte ich euch gerne zeigen. Dann wird der Ronny freundlicherweise mir den Power Dome, der da oben liegt, also diese, kennt ihr ja von dem E92 M3, dieser Buckel auf der Motorhaube, den wird er da reinmachen. Und dann wird, ja, Fahrwerk logischerweise ausgebaut, das liegt ja schon da. Ich rede nicht von so Reparaturen jetzt, wie da das wieder ordentlich machen und hier unter Bodenschutz und sowas dran schrauben. Das ist ja uninteressant. Aber was definitiv rauskommt, ist wie gesagt das Airlift-Fahrwerk. Also wenn einer von euch ein Airlift-Fahrwerk haben will, kurzer Produkt-Teaser, könnt ihr kaufen bei uns, ist für ein E82, habe ich mich jetzt nochmal schlau gemacht, also E80-Reihe und E90-Reihe. Das heißt also E90, 91, was gibt es da? 92, 93, ist glaube ich Cabrio. Du guckst mich an wie so ein angeschossenes Reh. Für die Modelle ist das Fahrwerk, ihr seht auch, das ist noch nicht lange drin. Also wenn du das einmal so ein bisschen sauber machst, sieht das Chuck Wiesel oder wie sagt man dazu? Er lacht doch nicht hier. Aber hier steht es auch, guck mal, hier steht es auch auf dem Dämpfer drauf, E90. Ne? Wenn ihr eins braucht, ist auch eine Airlift-Steuerung mit Airlift-Kompressor und Airlift-Tank. Das ist alles so ein Set, keine Ahnung. Könnt ihr auf jeden Fall bei uns jetzt käuflich erwerben. Für 2,99. Für 2,99 komplett. Nein, da werden wir uns schon einig. Ja, Endschalldämpfer, Performance Generation 1, könnt ihr auch erwerben käuflich. Aber du wolltest den, glaube ich, haben, ne? Nein, du willst zu viel Geld haben, du bist okay. Zu teuer. Naja. Also wie gesagt, Performance-Endschalldämpfer Generation 1 kommt auch weg. Muss ich hier bei Santander Finanzierung aufmachen? Ja, du kannst auch bei mir in Raten zahlen, wenn du willst. Weil das ganze Heck werden wir auch ändern. Ich musste übrigens für den TÜV, musste ich unsere, hier, das ist doch diese Sicherung für die Bühne mit der Kette, weil die fing schon wieder an so... Und ich konnte, als das Auto da drauf stand, konnte ich das nicht machen. Muss ich das schnell ausgebaut. Deswegen, ne? Ja, was... hast du nicht verstanden. Nicht verstanden. Das ist auch nicht schlimm. Ja, also, der kriegt die 1er M-Coupé Heckschürze mit Auspuffanlage etc. Und deswegen ist der Auspuff abzugeben. Ich bin noch Chris am Überreden, dass er die dass Radläufe ich hinten weitermache. Ja, also der wurde ja hinten schon gezogen. Ich weiß aber nicht, ob ich hinten die Radläufe... Also der wurde schon extrem gezogen, weil hinten ist eine 10er-Felge drauf, 10J. Ob ich da wirklich jetzt die Einschweißbleche noch reinmache oder nicht. Auf jeden Fall wird der auf 1er M-Coupé hinten umgebaut mit Auspuffanlage etc. Deswegen ist die Auspuffanlage auch über. Ja, das könnt ihr auch von mir aus haben, aber das ist hier schon ein bisschen... ist Originalcarbon, ne? Ist, ja, ist Originalcarbon, hat aber kleine Parkrempler mit Schief. Ja. Also wer das haben will, kann sich auch gerne melden. Und Heckstoßstange dann ja dementsprechend auch. Oder brauchst du einen, noch eine, sollen wir die verwarnen? Ja, ne? Wofür? Braucht kein Mensch. Ich weiß, wer BMW-Teile verkauft, dann biete ich die gleich an. Okay. ja, das soll es gewesen sein für das Video. Damit ihr einfach jetzt mal wisst, was mit dem Auto passiert und was wir jetzt so nach 2 Wochen festgestellt haben. Also der steht jetzt 2 Wochen hier. Eine, zwei. Ungefähr. Wir sind ja nicht früher auf die Bühne gekommen, weil ja dieser Motorschaden F22 die ganze Zeit hier stand. Der läuft übrigens, da gibt es auch noch ein Video zu. Also nur damit ihr das schon mal wisst, der läuft auch wieder. Ja, gut, okay, das war's für dieses Video. Ist lang genug? Oder sollen wir noch länger ziehen? Länger ziehen? Deine Hose oder was willst du länger ziehen? Nein, ist gut. Ist gut, du bist ne? Ja hier schon bist bei zufrieden? 12 Minuten.
Bei 12 Minuten? Ich habe aber einmal pausiert, weil der BMW-Verkäufer, der wollte was sagen und der wollte nicht auf die Ton und so. Ja gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn das hier weitergeht. Macht's gut. Guck mal, der Ronny, der zuckt schon so mit dem Finger, weil er das Video stoppen will. Macht's gut, habt eine schöne Woche, bleibt gesund. Abonnieren nicht vergessen. Ciao, meine Lieben.